Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Pokémon Weiße Edition 2. Hier 93 Türe. Im letzten Teil hatten wir unseren ersten Arena-Kampf bestritten gegen den lieben Sharon, haben den Orden bekommen. Und nun war ich eigentlich offscreen auf dem Weg bis zu der Stelle, wo wir letztens nicht weitergegangen waren. Aber hey, hier, bevor ich Tausing nun verlasse, da ruft die Belle auf einmal. Was will sie von mir? Ich weiß es gar nicht mehr. Also für mich, ich habe es aber wie gesagt schon mal gespielt, aber es ist zu lange her, dass ich mich an all die Kleinigkeiten erinnern kann. Also, was will, was möchte die liebe Belle, die Belle von mir? Hey! Der Biestia. Entschuldige bitte. Ich hatte ganz vergessen, den Pokédex aufzurüsten, den ich dir gegeben habe. Was? Ich füge die Habitatsliste hinzu. Eine großartige neue Funktion. Gib mir mal kurz deinen Pokédex. Was war das nochmal, Habitats? Funktion. Was macht die nochmal? Bitte erklär's mir. Mit der Habitatsliste kannst du prüfen, welche Pokémon sich in der Gegend finden. Ah. Eine großartige Funktion deines Pokédex. Um sie zu nutzen, öffne dein Pokédex und berühre auf dem Touchscreen die entsprechende Schaltfläche. Als nächstes wählst du dir den Ort aus, den du dir ansehen möchtest. Jetzt kannst du alle dort lebenden Pokémon sehen und du erfährst auch, welche du schon gefangen hast. Willst du meine Ausführungen noch einmal lauschen? Ich denke, ich hab's verstanden. Heiche. Ein kleiner Tipp am Rande. Aber Achtung nicht, dass er runterfällt. Auf deinen Streifzügen ist dir bestimmt schon mal aufgefallen, dass das dunkle Hohgras manchmal raschelt. Naja, bei mir jetzt nicht, aber ich weiß, was du meinst. Daran versteckt sich dann immer ein... Nun ja, das findest du schon heraus. Spannung. Schokolade. Oh, und was zum Spiel? Indem du deinen Punkt mit Pokédex füllst... Also mit Pokémon-Einträgen, nicht mit Orangensaft oder Marmelade, musst du spezifisch sein, ja? Wirst du Teil einer größeren Welt. Also besuche viele verschiedene Orte und begegne vielen verschiedenen Pokémon. Bis dann. Danke für die Auskunft. Gut, das muss ich mir gleich mal anschauen. Mojin. Schauen wir mal. Habitat. Okay, muss ich hier einmal. Ah, ja. Dowsinghof. Okay, es hat sich nicht aufgehangen. Es hat nur kleine Freimärbrüche. Okay, okay. Azuril könnte man dort finden. Yorklef, alles klar. Es werden also wirklich alle Pokémon angezeigt oder nur die Pokémon, die ich gesehen habe. Da bin ich im Moment. Wenn alle Pokémon dieses Gebietes im Pokédex eingetragen sind, erhältst du einen Stempel, werde so zum Meister von einer. Okay, also es werden nur die Pokémon angezeigt, die ich dann auch wirklich gesehen habe. Nicht wirklich von Anfang an. Dass ich jetzt zum Beispiel weiß, da gibt es das tolle Pokémon. Anscheinend gibt es ja noch Pokewiki, wo ich schauen kann. Stimmt ja, der Herbst ist angebrochen und nun sind die Blätter von den Bäumen gefallen und... Da komme ich hin. Da komme ich sogar jetzt hin. Ich brauche da sogar nicht auf den Winter zu warten. Nein, es musste nur der Herbst sein. Mit den schönen Herbstblättern und den Herbsthaufen. Feine Sache. Was denn? Lass mich raus. Okay. Frames, bitte bleibt auch bei mir. Ich brauche euch an meiner Seite. Ein kleiner Pokémon. Lass mich raus. Da oben ging zum Dowsinghof und nun bin ich hier unterwegs. Habe ich mit dir schon gekämpft? Anscheinend nicht. Ach so, ich wäre hier gar nicht weitergekommen, weil er den Grundorden sehen wollte. Was funkt mir denn da entgegen? Du hast also den Grundorden. Aber werden wir ja nicht übermütig. In der Welt geht es rau zu und ich werde dich jetzt darauf vorbereiten. Natürlich, ein kleiner Kampf. Hoho, der Wanderer Igor. Ja, Igor, bring mir das Hirn. Und Erdenriolo. Ah, okay. Gut, diese feine Sache. Jetzt in der nächsten, im nächsten Ort Vapytro City, so ist der Name, werde ich ebenfalls zwei Pokémon für mein Team mehr einfangen. Da gibt es nämlich zum Beispiel, in dem Fall, wo ich jetzt Pokémon bei Edition 2 spiele, kann man dort Vulcano finden und auch Elekid. Zwei Pokémon, die ich gerne schon mal in einem Pokémon Playthrough nutzen wollte, aber von den Attacken her zu der Generation, wo ich das dann gespielt habe, das war ein kleiner Idee am besten, aber naja, das ist in dieser Edition anders. Es war ziemlich arrogant von mir zu meinen, ich könnte dich belehren. Nun gut. Nun gut. Du hast mir bewiesen, ich bin stark, ich habe mir den Orden verdient. Ich muss mich dir geschlagen geben. Mit den richtigen Pokémon an deiner Seite kann auch ein Kind mit einem Erwachsenen mithalten. So ist das nun mal. Da es ja darauf ankommt, wie mein Gehirn funktioniert und meins funktioniert gut. Du rennst einfach nur links und... Doch nicht, du willst kämpfen.
Das verstehe ich immer noch nicht. Ich bin der beste Trainer im Verpitro Kindergarten. Heißt es nicht, dass 10-Jährige zunächst ein Pokémon bekommen, also sowas im Anime, ja, dass man muss mindestens 10 Jahre sein, um ein Pokémon zu kriegen, und das hier ist ein Kindergartenkind. Diese sind meines Wissens nach meistens unter 10 Jahren, aber er hat schon ein Pokémon. So, wenn ich jetzt so Anfängertrainer wäre und würde gegen ein Kindergartenkind kämpfen, was immer ebenfalls schon ein Pokémon hat, und würde mich vielleicht sogar besiegen, ich würde mich bissle schlecht fühlen. Bissle niedergemacht, oder? Weil ist es dann wieder was Besonderes, wenn sie sogar den Kindergartenkindern hier kleine Pokémon mit unglaublichen Kräften geben, wie zum Beispiel Wasser mit Hochdruck aus dem Mund zu schießen. Hm? Dass man hier fast Waterboarding machen könnte, oder wie? Das heißt doch Waterboarding, oder? Ja, liebe Nils, ich war ganz schön naiv. Du sollst doch noch gar kein Pokémon besitzen. Ist große Verantwortung. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich gehe nach Hause und schlafe. Dann, wenn man schläft, wächst man schneller. Wer kommt da? Ich vermute, das ist der liebe Wolf, oder? Jovo, warte! Das ist der Sharon und Wolf im Schlepptau. Folgt mir, beiden. Wohin genau? Ach, hier zum Gras, okay. Du kannst doch das dunkle, hohe Gras. Ja, das ist das Beste. Ich meine natürlich, der Geruch, der ist schon angenehm. Besonders im Sommer, wenn es schön gemäht wurde. Es passiert zwar recht selten, doch ab und zu stößt man dort auf zwei Pokémon gleichzeitig. Oder ein starkes Pokémon versteckt sich darin, wie, oh doch, mit dem kann man gut trainieren. Nimm dich also in Acht, wenn du dich in solches Gras wagst. Als nächstes versucht euch also in der Arena von Vapitro City. Dann nehmt ihr an euch. Was? Pirsifbeere? Natürlich, stimmt, das ist ja eine Arena mit Gift-Pokémon. Du auch, Wolf. Gut, dann gebt beide euer Bestes. Falls etwas ist, meldet euch einfach per Visocaster. Mann, wir haben hier wirklich Vorzüge, wir können uns mit Arena-Leitern unterhalten. Chen kennt sich eben aus. Man hat auch gegen die Schergen von Team Plasma gekämpft. Mein Entschluss steht fest, ich will stärker werden als er. Und du? Gib mir mal alles. Fülle Design deines Pokédex und unterstütze mich, okay? Wie wär's, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, hä? Und nicht nur ich dich, sondern auch du mich, hä? Wäre doch vielleicht eine angenehmere Sache. Ich will das Item. Und du hast mich entdeckt. Willst du mich jetzt auch belehren? Hm? Ich versuche stets, Pokémon und Kindern mit gutem Beispiel voranzugehen. Und das Beispiel in dem Fall ist... Am besten die Kiste dabei haben, mit der man alle Sachen mittragen kann. Du Miesel. Worauf basiert Du Miesel? Ich glaube, das war eine Art Schlange, wenn ich mich richtig erinnere. Wobei ich aber auch finde, Du Miesel hat irgendwie... Ich glaube, es hat eine gute Verteidigung, aber seine Attacken sind nicht die allerbesten und es hat keine Entwicklung, es hat keine Mega-Entwicklung oder so. Es hat, denke ich, ist es eins der Pokémon, was nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt oder so viel Liebe von den Entwicklern. Man hätte sogar vielleicht denken können, dass Dumi seine Verbindung zu, wie heißt das Pokémon, Zenlong aus der 7. Generation hat, aber nein. Sie haben keine Verbindung, sie sehen sich vielleicht ein bisschen ähnlich, aber sonst war da sonst nichts gewesen. Ich sollte vielleicht wechseln, weil mein Controller ist wieder ausgegangen. Hey, bleibst du wach, mein Freund? Dumi so sein. Ah, Verfolgung. Ja, lässt es sein. Autschi. Autschi, Bautschi. Lass es doch. Egal wie oft du mit deinen Flügeln flatterst, du wirst dich abheben. Fly high, wobei... Sehr gut. Du machst mir Schaden und ich schlag zurück mit runter See wegen dich, mein Freund. Watcho! Auch nicht das Allerbeste, hä? Na gut, Watchori! Alter, es nervt schon, wenn Pokémon hohe Verteidigungen haben und dann... Und dann... werden sie vielleicht dann noch geheilt. Zum Glück ist es ja ein Kampfpunkt. Das alter Falter. Nun gut, nicht sehr effektiv, aber dreifache Stufe, das macht anscheinend doch auch einem Riolo ziemlich viel aus. Jesus, mit gutem Beispiel vorangehen. Was ist das Beispiel? Habe Geduld und warte auf den richtigen Moment. Das war ein gutes Beispiel. Echt, es ist die 5. Ausgabe und Suimaru entwickelt sich bald. Das geht um einiges schneller als im Weiß. Oh, hier, so kann ich natürlich niemandem ein Vorbild sein. Ja doch. Sei nicht so negativ. Pokémon-Kinder öffnen einem doch wirklich Tag für Tag die Augen. Und ihr füllt auf das Herz.
Angriffsplus, Joghurt. Verwende ich nicht wirklich, das kann ich dann verschabbeln, dann habe ich Money in der Tasche. Ich sollte erstmal versuchen, meine Pokémon zu heilen. Ansonsten werde ich ein Problem haben, denn jetzt habe ich nur im Moment Sumaru. Immer, ich kann nicht reden. Was angreift eine Strawickel? Kann man hier schon verankeln? Das wusste ich auch nicht mehr. Sollte ich es mir fangen? Nein, ich habe mir ein anderes Pflanzen-Pokémon für mein Team gedacht. Wen finden wir hier noch? Fidelu und dann wahrscheinlich noch Nagelotz. Ich glaube, im Kindergarten kann man sein Pokémon auffrischen. Wenn ich mich nicht täusche. Aber erstmal muss ich an den Zwilling vorbei. Also, wollen die nicht kämpfen? Du hast nur ein Pokémon? Bestimmt fühlt es sich sehr einsam. Also, die wollen nicht kämpfen, weil ich nur ein viertes Pokémon habe. Verstehe. Und hier ist gar kein Kindergarten. Das sind... Was machen sie hier? Ein Feldtrip? Ja, schaut euch das dunkle hohe Gras an, liebe Kinder. Aber nicht reingehen, ansonsten wird euch schwindelig. Schau mal, das ist mein super tolles Pokémon. Was ist es? Ein Fililu? Ich tippe auf Fililu. Hä? Die Helene. Oh ne, Helene hat sich einen Yorkliff gefischt. Dies wäre mal ein anderer Tipp gewesen, wenn es nicht der Katsche, Stanley, Schokolade, Papi. Papi Dog hier. Papi Duschi. Kriegst gleich meine Dusche hier. Hast ja ganz viel Dreck im Fell. Oh je, ich muss wirklich aufpassen, dass ich nicht besiegt werde. Die werden ein bisschen peinlich. Wurde ich in Pokémon Weiß mal geschlagen? Ich kann mich nicht erinnern, aber ich schätze ja. Ich bin nicht traurig. Muss ja auch nicht sein. Niederlagen gehören auch zum Leben dazu. Egal ob ich gewinne oder verliere, mein Pokémon ist stets an meiner Seite. Auch wenn es im Moment ausgenockt ist und eher sehr bewusstlos im Pokéball liegt. Nun denn. Jo. Wenn man unterwegs ist, dann sieht man manchmal Grasbüsche, die sich bewegen. Da verstecken sich Pokémon. Die verstecken sich auch in den nicht wackenden Grasbüschen. Wir fragen mich, warum man vom Pokémon oder doch, das sich im raschen, hohen Gras versteckt, so viele EP bekommt. Hä? Guten Tag. Also dann schauen wir mal. Hä? Was? Du hast zwei Pokémon dabei. Je mehr Pokémon man dabei hat, desto mehr Spaß macht es, unterwegs zu sein. Hier, das schenke ich dir. Also fang ganz viele Pokémon. Oh, Superball. Dankeschön. Wie sagt man so schön? Erst such dir Gefährten, dann begib dich auf die Reise. Naja, man kann auch alleine auf Reise gehen, aber wie gesagt, dann ist es ein bisschen einsam. Der Videocaster klingelt. Hallo, der Joe am Apparat. Wir grüßen da. Ah, die liebe Mutter. Hallo, Mama hier. Wo bist du denn gerade? Wie? In Papyrus City? Warst du dann auch schon mal bei den Werken dort? Ich bin gerade erst angekommen. Bei Nacht ist das ein beeindruckender Anblick. Das kann ich dir sagen. Man kann dort sogar seine Pokémon trainieren. Du tust, was du tun kannst und die Pokémon leisten auf ihre Weise ihren Beitrag. So trägt jeder etwas zu einem größeren Ganzen bei. Zusammen könnt ihr bestimmt Außergewöhnliches vollbringen. Danke für diesen aufbauenden Anruf. Meine ich ernst, das war jetzt nicht Sarkasmus. Papyrus City, die Stadt, aus der Dampf aufsteigt. Genauer konnte man es nicht beschreiben, hä? Mika, versuche nicht, mich aufzuhalten. Ich gehe nach Pokéwort, um herauszufinden, was in mir steckt. Ihr könnt euch schon denken, was Pokéwort ist, oder? Mein Ziel ist es, sowohl Kapitän als auch Filmstar zu sein. Na hör mal, du bist doch in erster Linie ein Kapitän. Denk doch an all die Leute, die darauf angewiesen sind, dass dein Schiff fährt. Mein liebes Töchterchen, du hast doch auch zwei Jobs. Du bist Arenaleiterin und hast eine Band. Das kann ich auch. Na gut, ist Band jetzt wirklich ein Job oder ist es jetzt eher mehr ein Hobby? Und ich meine, ihre Aussage verstehe ich. Menschen sind darauf angewiesen, dass er das Schiff fährt. Ob die Leute nun zu ihrer Band hingehen und sich die Musik anhören, das ist ihre Entscheidung. Darauf sind sie nicht angewiesen. Also die Argumente, die ihr bringt, sind nicht die allerbesten. Ah, mir reicht's. Du Idiot. Das Problem ist nicht, dass du dann zwei Job hättest, sondern dass du anderen Leuten Unannehmlichkeiten bereitest. Es kann doch nicht angehen, dass Leute nicht mit dem Schiff fahren können, nur weil du so egoistisch bist. Ich hab die Nase voll, ich geh zur Arena. Ja, und so haben wir schon erfahren, sie ist die Arena-Leiterin. Mit einem ziemlichen Temperament, wenn ihr mich fragt.
Ist manchmal aber was Gutes. Also, je mehr man hat, desto mehr verschiedene Items werden einem im Laden angeboten. Faszinierend. Habe ich vielleicht ein paar Herausforderungen? Jovo. Ich weiß deine Stimme nicht mehr. Es wäre toll, wenn du noch mehr Medaillen sammeln könntest. Hier, nimm diese Tippmedaillen. 9 Tippmedaillen. Oh, ich habe leider keine weiteren Tippmedaillen mehr für dich. Versuche nun die Anzahl deiner Medaillen auf 50 zu erhöhen. Häng dich rein und häng dich nicht auf. Hör mal, gegen Pokémon vom Typ Gift triffst du am besten deinerseits mit Gift-Pokémon an. Das bringt's voll. Den Tipp hat mir Mika gegeben. Die muss es ja wissen. Und die ist immer eine Arena-Lehrerin und super musikalisch ist sie auch. Die hat dich vollstens angelogen. Gift-Attacken sind nicht sehr effektiv gegen Gift-Pokémon und Gift-Pokémon können Gift-Pokémon nicht vergiften. Du, sag mal, wo spielst du eigentlich lieber? Drin oder draußen? Lieber drin. Aha, alles klar. Dann sag mir doch auch noch, ob dich eher Dinge interessieren, die jeder weiß, oder solche, die keiner weiß. Die jeder weiß, die keiner weiß. Ich glaube, die Unterhaltung hatte ich schon mal in Pokémon Weiß. Mich interessieren eher Sachen, die von denen so einer nicht wenig weiß, weil dann kann ich nämlich viel erzählen. Das mache ich gerne. Die keiner weiß. Echt? Das finde ich toll. Dich als leicht verrückt zu bezeichnen, wäre gewiss nicht übertrieben. Nein, und da bin ich auch nicht böse. Ich bin lieber verrückt als ein wirklich sinniger Typ. Macht doch Sinn. Ja, wer weiß das schon? Ich meine, ich kann ernst sein. Ich kann auch Sachen hier professionell angehen. Ja, mein Beruf ist es wichtig, was ich erlernen möchte. Aber ich bin lieber auch mal ein bisschen lockerer, ein bisschen verrückt. Und die Sonne scheint. Ach, wie schön. Schauen wir uns doch also diesmal erstmal ein bisschen die Stadt an. Ohne Pokémon würde ich die harte Arbeit in den Werken niemals schaffen. Ich weiß, welche Psycho-Pokémon und Stahl-Pokémon wären dir in der Arena gut entgegen. Stahl-Pokémon haben Giftattacken keine Auswirkungen und Psycho-Pokémon sind sehr effektiv gegen Gift-Pokémon. Aber man könnte hier höchstens Magnetilo fangen, was ein Stahl-Pokémon ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So viele Pokébälle kannst du an deinem Gürtel befestigen. Das heißt, du kannst 6 Pokémon auf einmal dabei haben. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste mir genau die Reihenfolge merken, in der die Pokébälle an meinem Gürtel sind. Oh, hier, da würde ich durcheinander kommen. Ist meine Medaille nicht total schön? Wenn die Hinweise auf den Tippmedaillen befolgt, kann man noch viel mehr Medaillen sammeln. Und kann man die verkaufen? Kann man dadurch Money kriegen? Nee, kann man glaube ich nicht. Na du, du zum bisschen Rocky. Mikas Band. In letzter Zeit wird es immer schwerer, an Tickets für ihre Konzerte zu kommen. Anscheinend gehen sie bald auf eine Auslandstournee. Auslandstournee? Wo denn? Kanto? Joto? Höhen? Sinnoh? Dieses Guckmaler ist seit meiner Geburt an meiner Seite. Mit seiner Fähigkeit Adlerauge hat es mir schon zahllose Male geholfen. Echt? Guck! Ja, guck mal du! Das ist doch das Zeichen von Smogon, oder? Buh, buh, buh. Hey du, weißt du über die Kampfbox Bescheid? Du kannst sie über den PC im Pokémon Center benutzen. Sie ist sehr praktisch. Ja, da kann man Pokémon-Teams vorab speichern, dass man sie sozusagen dann nur noch so dann aus der Box holen muss. So. Hier ist erstmal nichts. Das wäre die Fähre, weil wir ja auf der Karte gesehen haben, muss ich das Wasser überqueren, um zu den anderen Orten zu kommen. Schalte zunächst das CG ein, dann berühre die Schaltfläche mit der Aufschrift verbunden. In der Mitte des CGs und ziehe dir das Passierlogbuch an. Aha, und dann? Mit der Aufschrift Drahtlos! Und dann auch die Schrift Kontaktebene. Probier's mal aus, wenn du Zeit hast. Nein, danke. Jo. Na ja, nicht viel los, hä? Das Schiff nach Stratos City legt hier ab. Es kann wilde Gewässer durchqueren, die für Pokémon unüberwindbar sind. Naja, zu dem Zeitpunkt kann ich ja Surfer noch nicht mal einsetzen. Der Kapitän gibt sein Debüt in Pokéwood. Er meinte, wenn seine Tochter gleichzeitig Arenaleiterin und Frontfrau einer Band sein kann, dann könnte er auch sowohl Kapitän als auch Schauspieler sein. Ja, na gut. Im Grunde geht es schon, nur du solltest auch halt der Zeitpunkt, auf den Zeitpunkt kommt es an. Das ist die Arena, oder? Pokémon Arena von Vapytros City, Leiterin Mika, Giftgalle und Musik, die bis in den Magen und andere Organe vordringt. Mikas Giftattacken sind sehr wirksam. Ganz furchtbar giftig und ganz furchtbar wirksam. Aber ich habe mir in den Werken einen Magnetilo gefangen und hatte keine Probleme. Hier, für dich, fang dir mit deinem Magnetilo oder was immer du willst. Ein Pokémon, dankeschön. Ich glaube, ich mache es mir nicht so einfach, dass ich mir einfach ein Magnetilo falle. Außerdem, ich möchte meinen Elekid fangen, das ist ja schon ein Elektro-Pokémon. Daher möchte ich mir lieber ein anderes Elektro-Pokémon fangen, okay.
Ich werde mir die wahrscheinlich noch fangen in dieser Episode, aber erstmal möchte ich mir noch die Orte anschauen. Hallo du, doch du. Da doch! Ich widersetze mich nicht, ich stimme dir zu. Pokewiedel. Ich will dir was, du Pokémon. Ululululu. Wenn sich ein Pokémon entwickelt, macht es eine große Veränderung durch und wird grundsätzlich natürlich stärker. Entwickelt es sich nicht weiter, merkt es sich dafür umso schneller neue Attacken. Stimmt, es gab, glaube ich, keinen Fall, wo ein Pokémon schwächer wird, oder? Mensch, ich würde am liebsten sofort nach Pokéwood gehen. Man auch doch würde sich bestimmt prima auf der großen Leinwand machen. Im Publikum sicher nicht, mit seinen großen Ohren würde es viel verdecken. In dieser Richtung Pokéwood, wo das goldene Filmzeitalter aufsteht. In dieser Richtung liegt die Traumfabrik Pokéwood. Dabei handelt es sich um ein Filmstudio, zurzeit kann man dort fortsprechen. Sie schauen sich gerade den Kapitän an. Unbefugnis ist der Zutritt verboten. Moment! Das muss ich nochmal lesen. Zurzeit kann man dort vorsprechen. Sie schauen sich gerade den Kapitän an. Unbefugnis ist der Zutritt verboten. Was ist, wenn ich auch vorsprechen will? Hä? Und die sollten, glaube ich, mehr. Sollten sie nicht eher so machen, dass sie sich mehr Zeit für. Sich. Achso, da komme ich nur durch mit Server hin, dass sie sich mehr Personen auf einmal anschauen können? Oder ist das nur meine Meinung? Hier war ich? War ich hier drin gewesen? Nein, war ich noch nicht. Gut. Ach, Vamp Hydro City hat wirklich was Schönes. Einfach eine kleine, ruhige Hafenstadt. Ach, ein Pokémon-Trainer? Mein Enkelkind hat damals auch zusammen mit seinen Pokémon die Arenen in vielen Orten besucht und hat Orden gesammelt. Kann ich ihn vielleicht? Ne? Vielleicht, also aus einem anderen Spiel. Es trug sie vor 2 Jahren zu. Eine Gruppe namens Team Plasma hatte sich um einen Helden geschart, der das legendäre weise Pokémon Reshiram bei sich hatte, mit dem Ziel, sich die eine Region untertan zu machen. Fortsetzung folgt. Hey, ich werde auch zum Helden und dann freue ich mich mit Reshiram an. Reshiram ist das legendäre Pokémon, glaube ich zumindest. Naja, Held werden ist nicht so einfach, das hat ja schon Herkules bewiesen, hä? Manchmal ist es vielleicht von 0 auf 100, aber manchmal dauert es halt. Jo. Ach, hier haben wir den Kindergarten, okay. Und kann die meine Pokémon heilen? Die Kinder, von denen ich immer was Neues lernen kann, sind meine Lehrer. Und die Pokémon sind deine. So heißt es ja im Intro. Du lernst von mir, ich von dir. Trainer. Also nur für den Fall der Fälle, dass ein Pokémon mal eine Verbrennung erleidet. Das hier schafft Linderung. Feuerheiler, ich könnte vielleicht auch Eiswürfel drauf tun. Kann man damit dann auch noch den Tränen kühlen. Oh ja. Leider in der Pokémon-Verbrennung sinken seine KP und außerdem noch die Stärke seiner Angriffe. Übel ist das. Ich glaube, in der 7. Generation wurde das verändert. Ich weiß nicht wie. Habe es bisher noch nicht gespielt. Wenn du Schutz einsetzt, begegnen dir keine wilden Pokémon mehr. Wusstest du das? Nun gut. Bei Schutz, ich glaube, das ist so. Bei Schutz begegnen dir keine schwachen Pokémon mehr. Starke Pokémon könnten dir aber begegnen. Meine Pokémon waren total schwach, aber die Arbeit in den Werken hat sie abgeerdet und stark gemacht. Was machen Sie eigentlich hier, der Herr? Was machen Sie hier? Stehen geblieben. Jeder Verkäufer im Pokémon-Supermarkt hat andere Waren für dich. Woher wissen die Kinder das? Die wissen ja mehr als ich. Das Pokémon links oben auf deiner Liste wird als erstes in den Kampf geschickt. Also solltest du dein schwächstes Pokémon links oben anordnen. Und wenn der Kampf dann anfängt, wechselst du es gegen ein starkes Pokémon aus. Genial, oder? Und so wird es... Echt, diese Kinder, die sind wirklich schlau. Die sollten jetzt schon Trainer sein. Hä? Ist da was im Mülleimer? Tatsache. Des anderen... Müll ist des anderen Freud. Oder wie heißt der Spruch? Vapytro-Werke. Der Vapytro-Werke, eine Fusion von Feuer und Stahl. Oh. So. Alles klar. Mal sehen, ob es jetzt schon eines der Pokémon ist, was ich fangen will. Nee, ist ein Dusugur. Ich will mir ein anderes Flug-Pokémon fangen, aber kein Dusugur. Die schmarr ich ein bisschen Abwechslung rein, da ich ja schon Pokémon aus anderen Generationen antreffen kann. So, mal sehen. Komm raus. Ich suche euch. Fukano und Elekid, kommt hervor. Schließt euch mal an auf die Reise zu Ruhm und Reichtum. Wobei ich das ganze Geld wahrscheinlich ausgeben werde für Sachen. Spätestens bei der Pokémon-Liga. So. Da unten ist noch ein Typ, mit dem kann ich reden. Na, gibst du mir was? Hey, ich hab da eine Spitzenidee. Wollen wir nicht tauschen? Dein Pokémon gegen meinen Superball?
Okay. Hehehe. Denk dran, den Silberball bald mal auszuprobieren. Na, war doch eine spitze Idee, oder? Wenn du magst, können wir das morgen gerne wiederholen. Also es gibt Leute, die sind... Komm ich so dahin? Das wusste ich gar nicht mehr. Das Sein Schal, erhöht die Stärke von Normalattacken, wenn ein Pokémon es trägt. Also es gibt Typen, die sind einfach nur Blödmänner und es gibt Typen wie ihn, die sind extrem nett. Extrem nett. Okay, jetzt will ich hier drin. Ich glaube, der will von mir, glaube ich, dass ich eine Aufgabe bestehe, oder? Hey Trainer, du hast da ein paar aufgeweckte Pokémon, wie mir scheint. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Es geht darum, die Arbeiter hier in den Werken mal ein wenig zu motivieren. Wie sieht's aus? Willst du das übernehmen? Warum nicht? Diese Antwort ist, muss sicher in meinen Ohren. Wir haben ein paar Arbeiter, die hier in den Werken ganz frisch angefangen haben. Wäre super, wenn du die Tierei dazu bringst, mal etwas Dampf zu machen. Jo-ho-ho. Das mache ich gerne. Aber erstmal will ich mir Pokémon fangen. Erstmal will ich mir meine Pokémon fangen. Und da haben wir schon eins. Na, ein Fugalo. Diesmal habe ich wohl ein bisschen mehr Glück mit dem Männchen. Und es hat Bildrohr. Alles klar. Seine andere Fähigkeit wäre Feuerfänger, wenn ich mich nicht täusche. Aber wie oft setze ich schon ein Fugalo gegen ein anderes Feuer-Pokémon ein? Und es würde genauso ablaufen wie bei Jim Curry, dass ich es erstmal auf einen bestimmten Level bringe, bevor ich es mit einem Feuerstern entwickle. Ansonsten würde es nämlich keine neuen Attacken erlernen oder zumindest nicht viele neue Attacken. Und das wird das Feuer-Pokémon meines Teams sein. Und... Nein! Suimaru, was machst du denn? Ja gut, du entwickelst dich auch bald. Ist in Ordnung, aber... Ich möchte doch gerne den Fugalo in mein Team. Und da hatten wir einen Magnetilo. Das mir schön winkt mit seinen Magneten. Hallo, du. Hä? Willst du heute zur Party mit? Minone. Warum nein? Minome. Ach, du weißt nicht, was du anziehen sollst. Ja, das Gefühl kenne ich. Ja. Oh, Smogon gibt's ja auch. Okay. Macht eigentlich Sinn. Macht Sinn hier. In der Fabrik gibt's. Da kann ich eigentlich. Kann ich einfach nur einsetzen. So. Vielleicht schaffe ich sogar, dass sich Suimaru in dieser Folge entwickelt. Wählt die Attacke ab. Interessant, wie denn? Rauch abgewehrt? Hast du eine Rauchmaske dabei, ja? Sollte ich es mitnehmen? Nicht wirklich, oder? Sollte ich mir eins fangen? Nee. Weil das Flugpokémon, was ich mir fangen möchte, ist ein Super. Das ist ja auch Flug und Gift. Da hätte ich beide rein. Alter, Suimaru entwickelt sich bald. Nice Sache, nice Sache. Und meine Nase ist zu. Alter. Puh, kennt ihr das, wenn ihr diesen Druck auf der Nase habt und ihr denkt euch, ja, meine Bibel sprengt sich gleich. Puh. Nicht so angenehm und es tut sich dann vielleicht auf die Zähne auswirken und dann auch noch auf die Ohren und dann drückt im Kopf und dann muss man sich hinlegen, weil einem schlecht wird und man dübelt gleich. Puh. Ja, so geht's mir manchmal. Nein, diesmal nicht. Ich habe mir wirklich schon Pokémon vorgenommen, die möchte ich für mein Team. Und Suimaru, hast du genug Erfahrung gesammelt? Ach, leck mich doch. Ganz knapp. Komm schon, das erste Pokémon war Fukano und Yeah, Dame Elekid und Weibchen, alles klar. Aber den Spitznamen, den ich mir überlegt habe, der passt für Menschen und auch für Weiblein. Und das ist. Oh, Fuß krieg ich jetzt drauf. Nice Sache. So, ganz ruhig, denn. Seine Entwicklung Electech entwickelt sich ja nur durch ein Item und wenn man es tauscht. Aber wie gesagt, ich habe diese Version gemoddet. Das heißt, ganz ruhig, stillgestanden die Füße. Ich sollte in der Lage sein, es auch so zu entwickeln, wenn ich das Item finde, es ihm gebe und dann einfach noch ein Level abgebe. Bin gespannt, ob es klappt. Und komm schon. Alter. Du nimmst mir die FPS weg, hä? Ziehst die ganze elektrische Kraft raus. Sollte ich vielleicht den Superball nehmen? Warum nicht? Das würde vielleicht passen zu ihm. Ein bisschen blau. Ein bisschen rot. Überall habe ich ja leider nicht. Komm schon, eins. Ein Nummer 2. Und Nummer 3. Und das ist mein letztes Angebot. Alter, Elik. Du bist widerspenstig. Das gefällt mir. Das gefällt mir. In der Tat. Komm schon, Elik. Komm auf die Seite des Sofos. Komm schon. Alter. Beeindruckend. Du bist im roten Bereich und bist schon mehrmals aufgebrochen. Ist vielversprechend, oder?
Komm schon, bleib drin. Number one. Ich muss dieses Elekid haben. Definitiv. Das hat... Ich weiß nicht... Hat das Wesen eines Pokémons Auswirkungen darauf, ob es öfters aus dem Pokéball ausbricht oder nicht? Hm? Ich weiß es nicht. Aber wenn, dann könnte es vielleicht ein sehr robustes Wesen mal sein oder was weiß ich. Sehr energisch. Leg mich doch! Hey, hier! Mist, das ist schwach knapp. Mir gehen sonst noch die Pokéball aus, wenn es so weitergeht. Komm schon, Elekid. Ob nun Bub oder Boy oder Girl. Komm schon. Frauenpower. Also, jetzt ist es schon langsam... Jetzt lädst du mal einen Donnerschock ein. Jesus. Und paralysiert. Meine Fresse. Komm schon. Komm, Elekid. Do it. Just do it. Na? One number one? Also, so langsam, da zweifle ich an meinen Fähigkeiten. Das gibt's ja doch nicht. Das gibt es nicht. Wie viele Pokémon habe ich jetzt schon eingesetzt? Komm schon. Let's do it! Ah, super, warum habe ich eine Attacke eingesetzt? Zum Glück war es eine Attacke, die keinen Schaden macht. Ansonsten hätte ich Probleme gekriegt. Hüt. Aha. Nimm die Lupe in die Hand. Aha, das ist ein Elekid. Ich habe es doch erkannt. Meine Augen täuschen mich nicht. Ansonsten hätte ich gedacht, das wäre vielleicht eine kleine Batterie auf Beinen. Und deshalb will es nicht an einem Pokéball bleiben, weil es ist kein Pokémon. Aber es ist eins. Komm schon. Eins. Zwei. Drei. Und. Na, also, es geht doch. Du musst das erstmal so wie Mario erledigen, hä? Alter Falter. Elekid, das Elektro-Pokémon. Wenn es seine Arme kreisen lässt, um Strom zu erzeugen, stehen zwischen seinen Hörnern hellblaue Funken. Hellblau, hä? Einen Spitznamen geben, natürlich. Und da gebe ich dir den Namen. Warte mit. Ich glaube, das schreibt man so klein, oder? Feedback. Du hast mir nämlich ein gutes Feedback gegeben. Passt jetzt auch zur Situation. Du bist stark. Und du wirst auch den Falken ein gutes Feedback geben, hä? Wenn die angreifen, dann holst du aber aus zum Gegenschlag. Mal sehen. Sollen wir jetzt mal schauen. Hat einen robusten Körper. Ja, das merke ich. Statik kann bei Bürgern paralysieren. Okay, ich bin gerade verwundert. Hat es nochmal so eine hohe Initiative? 26 Initiative? Nice Sache. Ist ja wirklich vielversprechend. Gut. Ja, okay, du willst kämpfen. Ist klar. Ist klar. Auf geht's. Jetzt wird gekämpft. Aber es ist keiner der Arbeiter, den ich motivieren muss. Das ist aber nur einer, der tut sich hier rumtreiben und er will auch trainieren. Der Tobin. Und dann habe ich das richtige Moment an der Liste. Gut, ich weiß, es wird jetzt ein längerer Part, aber hey. Soweit ich gesehen habe, das müsste, glaube ich, das letzte Pokémon-Video in diesem Jahr sein. Das nächste ist es dann 2017. Och, 2017 ist schon bald wieder hier um die Ecke. Meine Fresse, das geht wirklich schnell. Je älter man wird, desto schneller verfliegt die Zeit, ganz ehrlich. Und deshalb wollte ich den Part jetzt nochmal ein bisschen länger machen und wie gesagt, ich wollte mir jetzt noch einen Vulcano fangen. Komm schon, Kapuschke. Soul müsste mal ein paar neue Attacken erlernen. Weil außer mit Konter und Rückzug, lass dich nicht viel machen. Weil Offenbarung funktioniert ja nur, wenn der Gegner eine Schützenattacke einsetzt. Oder dieses Mal bei Reflektor, oder? Und Barriere. Oder so ähnlich. Und Level 13. Wunderbar. Wow, du bist ja irre stark. Bäh. Oder bin ich stark irre? Bäh. Ich werde meinem Pokémon-Team im dunklen Hunggras ein Spezialtraining verpassen. Das werde ich auch. Ausspielen, aber erstmal brauche ich noch ein weiteres Mitglied. Und dann haben wir noch ein Elekid. Nun gut. Ich habe schon eins in meinem Team. Und das reicht mir erstmal. So. Vulcano. Wo bist du? Ist da ein Item eigentlich an der freien Stelle? Jawohl, da haben wir dich, du kleine Schnugele. Gut, gut, gut. Und es hat auch wieder Betrauer. Alles klar. Ich glaube nämlich von den beiden Fähigkeiten, die es haben kann, abgesehen von seiner verborgenen Fähigkeit, ist Betrauer ein bisschen besser. Gut, das gehört schon klug. Alles klar. Oh je, ich muss aufpassen, weil Soul ist fast besiegt und Feedback hat auch nicht mehr so viel Kraft übrig. So
Zum Glück war ich im Pokémon-Center, ansonsten müsste ich den ganzen Weg nochmal gehen. Ja, schnüffel einfach weiter. Ich bin ein anderes hundeähnliche Pokémon, also schnüffel an meinen Hintern. Oh, Jesus. Ich glaube, ich habe einen Versuch. Ich habe einen Versuch, weil Feedback würde keine weitere Attacke aushalten. Oder ich heile es. Habe ich einen Trank dabei? Ich glaube, ja doch, ich habe was dabei. Gut. Okay. Ja, schnüffel, schnüffel, schnüffel. Was ist denn dies? Okay. Mal sehen, ob du eher hier bereit bist, im Pokéball zu bleiben. Und? Number one. Number two. Number three. Das ist ein Feier, Junge! Ja, kriegst du gleich ein Leckerli. Und Fukano, das Hund-Pokémon. Aus Loyalität zu seinem Trainer jagt es jeden, der ihm zu nahe kommt. Und da laut bellend aus der Stadt. Nicht nur aus dem Ort, aus der Stadt. Einen Spitznamen geben, jawohl. Und da habe ich mir einen ganz knackigen, kurzen Spitznamen gegeben. Überlegen nämlich Kay. Nein. Ganz einfach Kay, nein. Da hat's gerade geraschelt. Und ein Nagelotz kam hervor. Nun denn. So, meine Damen und Herren. Zwei neue Mitglieder. Und Sulmaru ist kurz dafür, sich zu entwickeln. Das heißt, jetzt offscreen wird es erstmal darauf dann wieder hinauslaufen, dass ich meine Pokémon trainiere. Aber schauen wir erstmal, wie K9 denn so aussieht. Bedroher. Oh, guter Spezialangriff. Hm. Ah, gut, gut, gut. Brille, alles klar. Silberblick. Schnüffler, alles klar. Oh, gut, alles klar. Nun denn, meine Damen und Herren. Ich gehe erstmal zurück. Lasse meine Pokémon ein bisschen ausruhen. Sie haben sich diese Pause verdient. Und sie haben sich diese Pause auch wieder verdient. Bis dann im nächsten Jahr die nächste Ausgabe von Pokémon Weiß Edition 2 kommt. Ich hoffe, Ihnen hat bisher dieses Projekt gefallen. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ihr dran und nicht Jovo. I love the Nintendo. Und ich werde es wahrscheinlich nochmal vielleicht in einem Video sagen. Aber hier werde ich es auch sagen. Guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns dann mit neuer Pokémon Action wieder. Außer ich habe mich jetzt vertan und das ist jetzt das letzte. Nee, doch, 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 doch. Das ist das letzte Pokémon-Video in diesem Jahr. Diesmal täusche ich mich nicht. Nun ja. Und dann nur noch bis dene. Tschüss, Sikowski. Und ja, nächstes Mal ein bisschen Training und dann geht's demnächst dann in die zweite Arena. Und jetzt habe ich wieder viel zu gesagt, um den Part länger zu machen. Also, tschüss, Sikowski.